Drei Punkte müssen her, das hieß es für beide. Für den FC Carl Zeiss Jena, der empfing den SV Werder Bremen im Kellerduell. Beide noch mit 0 Punkten und 0 Toren auf dem Konto nach 2 Spieltagen. Das sollte sich heute ändern. Die erste Chance gab es dann in der 7. Minute für Werder Bremen. Killes, Fehler Arnold und dann Chance Meier. Das war das Erste, was wir zu sehen bekamen. Werder zunächst mit einem optischen Übergewicht, aber nichts Zählbares sprang dabei raus. Dann gab es den Pass von Ulbrich. Den sehen wir jetzt hier in die Tiefe auf Sehan. Die kommt und der Schuss aus der zweiten Reihe. Das war dann aber auch schon das Beste nach einer Viertelstunde, was wir zu sehen bekommen haben. Jena brauchte lange, um sich auf die langen Bälle der Bremer einzustellen und dann mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Aber dann, Rita Schumacher ist durch auf der halblinken Position. Schuss gut abgewehrt und dann der Kopfball, der muss einfach rein. Lena Pauls erst mit der guten Parade und Rita Schumacher kann es selber nicht fassen. Erster Schuss gut pariert von Lena Pauls und dann Rita Schumacher aufs leere Tor mit dem Nachkopfball. Und der war dann am Ende tatsächlich nicht drin. Aus der Hintertor sehen wir es nochmal. Den brauchst du einfach nur einnicken, aber hat nicht geklappt. Aber in der 35. dann die Möglichkeit für Rita Schumacher, das Ganze nochmal zu korrigieren. Sie macht das, geht am 16er lang und dann zack! Rein in den Knick, wunderschönes Tor, einfach mal nach innen gezogen, kriegt aber auch keinen Druck von Margarita Gideon und deswegen kann sie den ganz locker da oben reinsetzen. Gideon, zu weit weg und dann Rita Schumacher, wunderschön oben rein in den Knick. Das übrigens in Unterzahl für Werder, es gab vorher einen Zusammenstoß zwischen Kelisch und zwischen Schichtel. Schichtel konnte zunächst mit Turban weiterspielen, musste aber dann auch zur Pause raus. Und das war bitter für Werder, denn die Defensive war geschwächt. Werder musste was tun in der zweiten Hälfte und kam in der 57. Und wie? Schuss von Ulbrich. Einfach mal abgezogen, den Freistoß direkt versucht. Und Inga Schuld ist auf dem Posten. Das waren gut und gerne 30 Meter. Glanzparade von Inga Schuld, die bis dahin ihren Kasten sauber hielt, nachdem sie schon 8-mal hinter sich greifen musste in dieser Saison. Und dann eigentlich aus dem Nichts. Jena hatte alles im Griff. Dann sind sie nicht sauber drin im Zweikampf. Und Sternhardt setzt sich durch, zurückgelegt auf Hausicke. Die Kapitänin von Werder Bremen mit jener Vergangenheit, ausgerechnet sie, macht dann den Ausgleich 1:1. Und das kam, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Nichts, weil Svenja Paulsen speziell hier im Zweikampf nicht nah genug dran ist und einfach abschaltet. Und die Bremerinnen reaktionsschneller und Hausicke macht dann das 1:1. Dann in der Nachspielzeit nochmal die Möglichkeit für Potsdam. Die eingewechselte Sarawi in die Mitte auf Rita Schumacher und die nimmt den falschen Fuß, haut das Ding über das Tor und das war's dann am Ende. Das hätte der Sieg sein können und so ist es am Ende für beide nur ein Punkt, eigentlich zu wenig, aber man erscheint zumindest auf der Anzeige, was Tore und was Punkte anbelangt. Jeweils 1 auf beiden Seiten. Und das war am Ende auch ein gerechtes Endergebnis, dieses 1:1 im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.